Hallo, heute erzähle ich euch von zwei Arten von Steuerungen, die wir herstellen. Eine professionelle Steuerung mit Wi-Fi-Modul, eine vereinfachte Steuerung ohne Wi-Fi-Modul, eventuell mit der Möglichkeit, eine Fernbedienung anzuschließen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Systemen besteht vor allem darin, dass es hier deutlich mehr Elemente gibt und wir die Gleichstrommotoren mit Haarbrücken besser steuern. Wir können ihre Geschwindigkeit ändern, wir können ihre Belastungen messen, wir können die Loks in Echtzeit betrachten, wie sich diese Motoren abnutzen. Also gibt es hier viele weitere Elemente, die einfach teuer in der Montage sind. Hier haben wir uns ausschließlich auf Relais verlassen, also vergleichen wir diesen Controller ein wenig mit chinesischen Produkten. Der wesentliche Unterschied zwischen diesen chinesischen Produkten besteht darin, dass dieser Steuergerät mit Störungen umgehen kann, da wir sowohl hier als auch hier auf diesen Kanälen viele rauschende Elemente hinzugefügt haben. Die Tests, die wir über die Jahre durchgeführt haben, haben uns gezeigt, dass wir noch einige Elemente hinzufügen müssen, damit diese Steuerungen noch stabiler werden. An diesem Controller hat sich viel geändert, auch wenn Sie ihn bereits ein wenig kennen. Wir haben einen viel größeren Kühlkörper, den wir ein wenig nach außen ziehen mussten, und außerdem ist die gesamte Konstruktion in Bezug auf die Methoden der Zusammenarbeit mit dem Motor umgebaut. Wir haben die PWM-Signalfrequenz erhöht, daher ist dieses Arbeitsgeräusch bei niedrigen Drehzahlen deutlich leiser. Dieser Controller versteht bereits in dieser Version eingebaute Endschalter, wie sie hier beispielsweise in einem klassischen Linearantrieb zu finden sind. Ich habe hier diese Leitung herausgezogen, aber die eingebauten Endschalter, die uns hier durch die Dioden gestört haben, sind jetzt bedient, sodass dieser Controller wirklich sehr widerstandsfähig geworden ist. Was diesen Treiber betrifft, so ist er sowohl in der Produktion als auch in der Verteilung wesentlich einfacher und wesentlich günstiger. Das äußere Gehäuse wird möglicherweise mit der Zeit hinzugefügt. Hier ist es absichtlich offen, damit man in einer tiefen Box jeden der Pins problemlos herausziehen kann. Natürlich verfügt er auch über einen Rückwärtsverbindungsschutz und viele andere. Der Algorithmus ist sehr ähnlich, er hat keine Module und daher wird der Hybrid in diesem Controller erst nach einiger Zeit aktiv, was bedeutet, dass ich während der Arbeit die entsprechende Anzahl von Protokollen sammeln muss. Mit einem gegebenen Controller und der gesamten Struktur und in den Daten Wetterbedingungen, um herauszufinden, dass diese Bereiche Standardbetrieb sind und diese Motorstarts und Stops aktiv sein sollten. Insofern, und sagen wir, bei unterschiedlichen Temperaturen oder bei unterschiedlicher Sonneneinstrahlung sollte es sich anders verhalten und wir verwenden eine Art Algorithmus zur Berechnung des Sonnenstands in der klassischen Astronomie. Dieser hier ist deutlich softer, sozusagen astronomisch, im Sinne, dass die Hybridisierung deutlich schwächer ist, weil es hier keine Uhr gibt und wir hier keine Uhr einstellen. Dieser hat ein Wi-Fi-Modul, also ermöglicht er eine größere Hybridisierung. Abgesehen davon, dass sich diese Module an einer anderen Stelle befinden, haben wir diesen Kanal hierher verschoben. Die Schaltflächen sind tatsächlich hier an der Seite, Funktionalitäten sind identisch. Ich schließe alle Peripheriegeräte an, die ich benötigen werde. Gleich zeige ich, wie man das an jenem Beispiel anschließt. Ich habe Sensoren, ich habe Windmesser, analoge und digitale Windmesser. Man kann sowohl an diesem Controller als auch an jenem gleichzeitig anschließen. Limitschalter und zusätzlich noch Peripheriegeräte, die wir hinzufügen können. Ich habe hier extra zwei Relais herausgenommen, um Ihnen zu zeigen, dass diese Testrelais leicht ausgetauscht werden können. Wenn ich Motoren mit mehr als 8A an den Überspannungsschutz anschließe, verschleißt dieses Relais wahrscheinlich schneller als das Standardrelais. Es ist nicht so, dass er sofort kaputt geht, aber er wird auf jeden Fall schneller abgenutzt, also kann ich ihn herausnehmen, entfernen und austauschen. Genauso wie ich sie einfach nicht verwenden kann, sie komplett entfernen kann. Wenn ich hier Kanäle angeschlossen habe und nur die externen Motoren steuere, zum Beispiel AC, deshalb ist dieser Controller ideal für Installationen, bei denen wir ausschließlich Wechselstrom verwenden. Dann sind diese ganzen Brücken, die wir hier haben, nicht notwendig. Es sind keine kompletten Steuermechanismen, Loksammlungen und so weiter erforderlich. Denn bei Gleichstrom ist alles extern. Wir können damit nicht viel anfangen.